So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich habe mal wieder Hunger, jeden Tag. Und deswegen gibt es jetzt eine neue Folge Ramses Kitchen. Denn ich habe mir wieder was ganz Besonderes überlegt. Ich esse ja viel Samyang, fast täglich Samyang. Meistens mache ich mir zwei Packungen Samyang, immer verschiedene Sorten zusammen. Also mal zweimal Käse, mal zweimal Schaf, mal zweimal Arsch. Das ist immer so ganz speziell. Jetzt habe ich letztens diese Currywurst getestet. Curry King, Curry und Cola. Ich fand die mega lecker, die hat mir sehr gut geschmeckt. Wir haben zwei Packungen gekauft gehabt. Eigentlich ist das Pupsis Packung. Die läuft jetzt aber irgendwann ab, genau am 8.01.24. Das ist ja jetzt hier noch über zwei Monate. Aber weil die ja trotzdem weg muss, habe ich gedacht, wieso probierst du nicht mal die Maika Curry King zusammen mit einer Packung Samyang Curry. Samyang Curry Nudeln featuring Curry King, Curry und Cola. Wie das schmeckt, wollen wir jetzt rausfinden. Wir packen alles nämlich in eine schöne, große, gläserne Schüssel. Wursteln das hier auf, wursteln das hier so. Warte mal, wir machen hier mal. Das kann man nämlich jetzt noch hier machen. Wir nehmen jetzt hier diesen Spießer raus. Das ist ganz wichtig. Mit diesem Spießer können wir jetzt hier schon mal Löcher reinstechen. So, das kommt jetzt in die Mikrowelle. Das wird in Ramse-Manier jetzt warm gemacht und dann packe ich die Soße aber hier direkt im Video drauf und nicht vorher schon, dass ihr seht, dass das auch die richtige Samyang-Soße ist. So, die Samyang-Nudeln sind schon mal fertig. Das sind jetzt aber nur die Nudeln drin. Dann habe ich hier das Tütchen mit den Flakes. Das schmeißen wir jetzt auch einfach oben drauf. So, da sind die Flakes jetzt oben drauf. Perfekt. Dann haben wir natürlich noch den Soßenbeutel. Seht ihr die Flakes? Die sehen aber super schön aus. Hier ist der Soßenbeutel von der Currysoße. Die ist, wie gesagt, ein bisschen dicker. Pflaummus-artiger, bisschen dunkler. Die andere, die ist ja immer so richtig feuerrot. Bei Curry ist sie halt immer so richtig tiefschwarz. Tiefschwarz, dunkel, aber halt so richtig extrem breiig. Das finde ich eigentlich richtig cool. Ich habe damals immer Curry gegessen, habe gesagt, das ist mir zu intensiv. Der Curry-Geschmack ist so extrem, das ist mir zu aufdringlich. Ich mag die normalen Cheese dann lieber. Also, das heißt normale Cheese. Ich mag die normalen lieber, ich mag die Cheese lieber. Aber nach einer Zeit hast du gemerkt, dir fehlt der Curry-Geschmack, weil der war ja trotzdem lecker. Der war zwar mega intensiv, aber der war lecker, also hat man sich auch wieder Curry geholt. Jetzt machen wir das erstmal rum mit der Soße. So, dass wir halt hier diese Currynudeln haben von Samyang mit der Samyang Currysoße. Die sind auch wieder ordentlich scharf. Das ist ja auch wichtig. Es gibt gefühlt keine Samyang Nudeln. Also wenn es die Samyang Buldak Ramen sind, die nicht scharf sind. Samyang. Die Firma hat natürlich auch irgendwelche anderen Nudeln mal gemacht oder hat halt andere so Suppensachen da gemacht. Das interessiert mich alles nicht so, aber diese Samyang Buldak Ramen Korean Fire Noodles ist das, was ich halt Fire Noodles, das sind Nudeln, die ich feier. Also wir machen jetzt mal kurz eine kleine Gabel hiervon, probieren die nochmal so pur. Du merkst halt richtig diesen Curry-Geschmack und so ein bisschen Sämiges im Mund und auf der Zunge, was sich verbreitet. Jetzt haben wir hier aber die Currywurst. Die Currywurst, die es hier dazu gibt, die schmeißen wir jetzt hier rein. So. Und da war jetzt das Currypulver von der Maika auch schon mit drauf. Ich merke auch schon die Schärfe von den Currynudeln, die ist am Start, der Bottich ist leer. Was ich, jetzt kommen die Spezialzutaten, wenn ich mir so ein Ding Curry mache, mache ich meistens da noch einen Tropfen Mad Dog mit rein. Das heißt, ich habe da noch gar kein Mad Dog drin. Wir brauchen jetzt, wir brauchen jetzt dazu eigentlich noch einen Tropfen Mad Dog, wegen der Currysoße von Curry King. Ein Tropfen reicht für eine ganze Schulkantine, weißt du ja, weil es ist ja wichtig in der Schule scharf zu essen.
Da musst du immer aufpassen. Es läuft immer so und dann geht's. Jetzt ist da ein Tropfen drin. Und das ist richtig cool. Bin ich noch gar nicht auf die Idee gekommen, mir die Samyang-Nudeln immer mit der Mad Dog-Soße aus 6 Millionen Scoville-Pepper-Extrakt hergestellt, das ist die Silver Edition, die nochmal zu verfeinern. Jetzt müssen wir das hier irgendwie rummachen, dass die Curry King Soße sich mit der Samyang Soße vermischt und wir dann eine ganze Schüssel voll haben mit Würstel drin, aber auch mit Mad Dog Soße. Ich sehe schon, die Würstchen, die liegen in einer Richtung, die Nudeln liegen in der anderen Richtung, also es ist irgendwie so alles ein bisschen voneinander getrennt. Für Thumbnail möchte ich jetzt trotzdem nochmal das hier reinhalten und dann werden wir das jetzt essen. Ich werde es jetzt einmal so probieren und falls ich dran denke, kann ich ja vielleicht die Schüssel im Zeitraffer dann zeigen, weil ich möchte es wirklich zeigen, dass ich das auch immer ganz esse. Nicht, dass ihr denkt, ich esse immer nur eine Gabel und dann schmeiße ich den Rest weg. Das wäre schade. Wir haben jetzt hier also ein Würstchen dran und wir haben hier Nudeln dran. Das schmeckt auf jeden Fall richtig fruchtig auf einmal. Durch die Mad Dog Soße zündet das im Nachgang noch mal ein bisschen an. Ihr habt schöne Currynote, ihr habt schön diese Currywurstscheiben. Richtig genial, richtig gute Idee. Ich werde jetzt die Schüssel hier essen. Komplett. Also den Inhalt werde das für euch verschnellern, dass ihr seht, dass ich das auch gegessen habe. So, und die Nase läuft jetzt ein bisschen, die Augen drehen jetzt ein bisschen, der Rachen brennt, der Mund brennt, alles brennt ein bisschen, aber ich habe trotzdem diesen super fruchtigen, gleichzeitig curryartigen Geschmack. Ich habe die Würstchen trotzdem rausgeschmeckt. Es ist einfach richtig genial gewesen. Es schmeckt wunderbar. Ich würde das genauso auch nochmal essen. Auf die Idee zu kommen mit dem Mad Dog ist jetzt spontan entstanden. Eigentlich wollte ich das nur mit den zwei Dingen machen. Aber das Mad Dog hat jetzt keinen Schaden verursacht. Es hat sich super ergänzt zum Rest. So, wollt ihr es auch mal ausprobieren? Holt euch mal Maika Curry King. Holt euch mal Samyang Bulldog Curry. Macht vielleicht noch ein Mad Dog Tröpfchen rein. Wenn ihr gerne scharf esst, dann habt ihr sowas bestimmt zu Hause. Eine Flasche Mad Dog darf in keinem Haushalt fehlen. Immer zum Schärfen der Speisen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.